Herr Steckel, Sie sind Autor und Regisseur und haben sich ausgehend vom Phänomen der Nahtoderfahrungen auch dem Thema Bewusstseinsforschung gewidmet. Was hat denn ursprünglich Ihr Interesse an diesem Thema geweckt? Ich bin auf das Thema der Nahtoderfahrung eigentlich relativ spät gekommen. Spät, das heißt nach den für mich entscheidenden Erfahrungen, die ich in den 60er Jahren gemacht habe. Ich selber habe keine Nahtoderfahrung gemacht. Ich habe eine Out-of-Body-Erfahrung gemacht, aber die entscheidende Zone, in der ich mich damals bewegte, hatte zu tun mit den Psychedelika. Das heißt, ich gehöre zu denen, die in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, in gewissem Sinne todesmutig, diese Grenzüberschreitung vollzogen haben am eigenen Leibe. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für sehr, sehr viele Fragen. Sie wissen ja, dass die ersten Berichte über Nahtoderfahrungen und überhaupt, was passiert im Vorgang des Sterbens, von Frau Kübler-Ross kamen. Das war Anfang der 70er, dann die Texte von Dee Moody gesammelt hat. Das war auch erste Hälfte der 70er Jahre und jetzt sind 40 Jahre vergangen und die Nahtoderfahrungen sind ein wirkliches Thema geworden, was ich persönlich ganz großartig finde. Und es gibt praktisch zwei Fraktionen, die an dieser Front tätig sind, also denken, Erfahrungen versuchen zu verstehen. Und das eine sind die Naturwissenschaftler mit allem, was sie aufbringen können an Untersuchungsmethoden, an Analysen. Und das andere sind die nicht bekannten Privatpersonen, die in relativ großer Zahl nach dem Zweiten Weltkrieg, also ausgehend von den 50er, 60er Jahren, mithilfe psychoaktiver Substanzen Erfahrungen machten. Oder auf anderen Wegen, auf dem Weg der Meditation oder wie immer man das auch begreifen will. Und ich bin sozusagen durch die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, einfach auf eine Spur gekommen, die ich als sehr wesentlich empfand und habe mich seitdem bemüht, diese Zone nicht nur nicht aus den Augen zu verlieren, sondern vor allem die grundlegende Frage, die uns ja immer wieder gestellt wird, wie soll der Mensch leben, auch im Lichte dieser Erfahrungen zu betrachten. In einem Essay mit dem Titel Anmerkungen zur Bewusstseinsforschung, das mich sehr beeindruckt hat, sprechen Sie von zwei Gesichtern der Bewusstseinsforschung. Sie haben das ja jetzt schon erwähnt. Hier der wissenschaftliche Ansatz, der auf diversen Versuchsreihen aufbaut. Und dort die nicht institutionalisierte persönliche Erfahrung. Oft also Grenzerfahrungen, die auch der Erforschung des Bewusstseins dienen. Gibt es aus Ihrer Sicht zwischen diesen beiden Bereichen eine Art Schnittmenge, die uns der Erkenntnis dessen, was Bewusstsein ist, näher bringt? Es gibt eine ganze Reihe von Schnittmengen. Also man muss sich ja nur vergegenwärtigen, was zum Beispiel Wissenschaftler wie Pim van Lommel oder zum Beispiel Herr Fenwick aus England, was Sie als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler zur Frage des Bewusstseins sagen, dann merkt man, da ist eine Art von Offenheit entstanden. Die mathematische Naturwissenschaft, also auch die Gehirnforschung, die Neurologie, alles auf naturwissenschaftlichen Grundlagen, hat ja einen inhärenten methodischen Atheismus. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Das heißt, die Frage nach dem, was über das Sinnliche, über das Physische hinausgeht, wird von der Naturwissenschaft, man könnte fast sagen, ängstlich vermieden. Das gehört sozusagen zur Methodik. Und wenn man sich jetzt die Flut der Berichte anschaut, die in den letzten Jahrzehnten an die Öffentlichkeit gedrungen sind, in Buchform oder in Form von Erzählungen, sowohl von Privatpersonen wie von eminenten Wissenschaftlern, dann bekommt man die Empfindung, dass wir uns einer hochinteressanten Zone nähern. Und diese Zone hat meines Erachtens zu tun mit der Frage, die ich eben versucht habe zu stellen, was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Wenn ich das mal kurz ausführen darf, was meine eigene Person betrifft. Ich bin ja kein Wissenschaftler und habe in den 60er Jahren ohne größere Vorbereitung, ohne Vorwissen, ohne in irgendeiner Art und Weise angewiesen worden zu sein, Erfahrung gemacht als junger Mann. Die hatte mein Abitur hinter mir, war am Studieren. Alles in den Schatten stellten, was ich bis dahin erlebt hatte. Also das traf mich unvorbereitet, überraschend. Bewusstseinsformen, erlebbare Bewusstseinsformen für längere Zeit, für Stunden, die wirklich buchstäblich alles in den Schatten stellten. Und ich hatte keine Schlüssel für diese Erfahrung.
Ich hatte kein Begriffswerkzeug, mit dem ich das interpretieren konnte, was mir passiert war. Und dann habe ich ein Ergebnis dieser Erfahrung war für mich persönlich die Empfindung und die Wahrnehmung, es handelt sich bei mir in dieser Existenzform, in der ich mich finde, eigentlich um eine Art von Doppelnatur. Weil sehr präsent und sehr deutlich während dieser Grenzüberschreitung war zu beobachten oder zu erleben, dass der physische Körper sozusagen in der Wahrnehmung und in der Empfindung sehr luzide, durchsichtig irgendwie fassbar wurde. Aber es gab noch etwas ganz anderes. Und dieses ganz andere waren eben Bewusstseinsströme oder Bewusstseinsfelder, die plötzlich erlebbar waren und da waren. Und das ließ mich zurück nach einer ganzen Reihe von Erfahrungen mit der Frage, wieso habe ich die Empfindung, dass ich ein doppeltes Wesen bin, dass ich eine Doppelnatur besitze? Und das war die Zeit, in der ich angefangen habe, als Nichtwissenschaftler, also sozusagen als erfahrener Laie, bestimmte Fragen zu stellen, was unser Menschenbild angeht. Nun leben wir in einer Epoche, wo das Menschenbild ganz wesentlich bestimmt wird von dem, was ich als den eigentlichen Fundamentalismus unserer Epoche begreife, nämlich die mathematische Naturwissenschaft. Das ist, soweit ich das überblicken kann, der eigentliche Fundamentalismus. Was von der mathematischen Naturwissenschaft nicht abgesegnet oder gut geheißen wird, sozusagen, kommt eigentlich praktisch nicht, tritt nicht zutage oder wird nicht veröffentlicht oder wie auch immer. Und die mathematische Naturwissenschaft und die Wissenschaften der Biologie, der Neurogenetik, der Neurobiologie haben jetzt den menschlichen Körper auf das aufmerksamste und genaueste versucht zu verstehen, wie funktioniert das alles. Und dann kommt man plötzlich auf die entscheidende Frage, was ist Bewusstsein? Es gab eine Phase in den 80er Jahren, wo in der Bewusstseinsforschung gab es das sogenannte C-Word, also Englisch C, Consciousness. Das war eine Zeit lang sogar tabuisiert. Also die Frage sozusagen, was ist Bewusstsein, wie entsteht Bewusstsein? Eine außerordentlich schwierige Frage, wurde quasi tabuisiert und die Mainstream-Auffassung der Naturwissenschaft ist, dass unser Gehirn produziert das Bewusstsein. Also die berühmte Epiphänomentheorie. Das heißt, Bewusstsein ist etwas, das entsteht durch das geheimnisvolle Zusammenwirken von bioelektrischen und biochemischen Impulsen im Gehirn. Das ist eine Antwort sozusagen, die sich ganz und gar auf das Physische am Menschen beschränkt. Und das wurde mir damals präsent, als ich anfing, die ersten Texte zu studieren. Ich habe nach den Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, vor allem, weil mir das so groß vorkam, was ich erlebte, also so bedeutend, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben angefangen, mich mit der metaphysischen Tradition zu beschäftigen, also der geistigen oder spirituellen Überlieferung des Planeten. Ich hatte bis dahin keinen Hintergrund, keinen religiösen, philosophischen oder weltanschaulichen Hintergrund, der mir geholfen hätte, diese Erfahrung zu verstehen. Aber als ich mich mit den ersten Texten beschäftigte, war es eine außerordentlich seltsame Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe, wovon die Rede ist. Das machte, wie man sich vorstellen kann, natürlich in meinem Leben Epoche. Also ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt auf eine Spur gestoßen, die wesentlich ist. Für mich jedenfalls war sie wesentlich. Und ich war ja auch nicht der Einzige. Wenn man kulturhistorisch ein bisschen zurückblickt, 50, 60 Jahre, dann sieht man, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja in vielerlei Weise eine bis heute nachwirkende Atomisierung der Verhältnisse mit sich gebracht hat, dass in dieser Zeit sozusagen, ich habe das selber erlebt als Heranwachsender in Nachkriegs-Westdeutschland, in spiritueller Hinsicht war Deutschland eine Wüste. Also das heißt, das hat zweifelsohne zu tun mit diesen 12 Jahren, in denen von Deutschland aus praktisch die ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde. Das wirkt ja bis heute irgendwie nach. Und meine ersten Lektüren, die ersten Forschungen, die ich anstellte aufgrund meiner Erfahrungen, machten mich in dieser Hinsicht außerordentlich fündig. Und dann stieß ich auf etwas sehr, sehr Einfaches in unserer menschlichen Überlieferung, nicht nur in der europäischen, sondern auch in den anderen. Die Doppelnatur des Menschen gehört eigentlich zum traditionellen Wissen der Menschheit. Das ist überhaupt nichts Neues. Wenn man zum Beispiel zurückschaut in die Epoche der großen deutschen Mystik, wenn man Autoren nimmt oder Philosophen oder Denker wie Meister Eckhart oder Johannes Tauler oder den großen Jakob Böhme, immer gibt es da eine Polarität. Ich sage bewusst nicht Dualität, sondern Polarität, nämlich damals in Begriffen ganz einfach formuliert, der äußere Mensch, also
der biogenetisch evolutionär erklärbare Körper, physische Körper. Es ist ja mittlerweile weitgehend aufgeklärt, woher wir kommen. Und als Gegenpol der innere Mensch. Das ist ein tiefes Element der christlichen Tradition, wie ich dann entdeckte. Das war mir alles nicht präsent, weil ich kein Christ bin. Und dieser Spur bin ich weiterhin gefolgt. Und als dann in den 70er Jahren die ersten Berichte über Nahtoderfahrungen auftauchten, hat es mich überhaupt nicht überrascht. Weil wenn man die Überlieferung aufmerksam betrachtet, dann ist eine der zentralen Aussagen, dass der Mensch aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit unter seinen Mitgeschöpfen in dieser Schöpfung ohne Zweifel sein physisches Sterben überlebt. Also wenn man die Tradition ernst nimmt, das ist eigentlich überhaupt keine Frage. Eine Frage ist es geworden durch die Herangehensweise der Naturwissenschaft, die im Prinzip eine ganz großartige Herangehensweise ist, weil sie ist geduldig, sie ist langsam, sie prüft die Ergebnisse, sie analysiert die Ergebnisse, vergleicht sie mit anderen. Das ist eine sehr langsame Vorwärtsbewegung. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Hirnforschung, die Neurologie über kurz oder lang, es kann möglicherweise etwas länger dauern, in Bereiche vordringen wird, die bis jetzt noch tabuisiert sind. Man merkt es ja schon an Aussagen von ganz prominenten Leuten, zum Beispiel Pim van Lommel, der einfach sagt, das Bewusstsein ist eigentlich physisch gar nicht lokalisierbar. Also die Theorie, dass Bewusstsein eine Hirnproduktion ist, also eine reine Nervenproduktion, ist eigentlich nicht mehr haltbar angesichts der Erfahrungen, die gemacht worden sind. Glauben Sie tatsächlich, dass die Bewusstseinsforschung stärker ein Thema für die Wissenschaft wird? Man könnte ja auch den Eindruck gewinnen, dass die Naturwissenschaften das Thema weiterhin mehr oder weniger ausklammern. Sehen Sie das anders? Optimistischer? Nein, der Gang ist außerordentlich langsam. Und der inhärente Atheismus, also der sich auch gegen alles Spirituelle abschließt, das Spirituelle spielt theoretisch keine Rolle. Also man setzt es nicht ein in die Überlegung von Seiten der Naturwissenschaft her. Es kann lange dauern. Seien wir doch mal großzügig. Sagen wir mal, es dauert ein paar hundert Jahre, bis sozusagen die Naturwissenschaftler darauf kommen, dass sie sich selber in dieser ganzen Betrachtung, die sie machen, nicht ausschließen dürfen. Weil die quasi Objektivierung, die Naturwissenschaft vornehmen, das ist ja auch so ein seltsames Ding. Es wird immer sozusagen das beobachtende und wahrnehmende Ich ausgeschlossen, als sei es nicht vorhanden. Was ich für eine methodische Schwäche halte der Naturwissenschaft. Das kann ich natürlich als Nicht-Naturwissenschaftler fröhlich sagen. Deswegen auch diese ungeheure Langsamkeit in der Forschung. Und außerdem gibt es ja da auch, das muss man immer mitdenken, wir leben auf der Erde. Es gibt Forschungsgelder zu verteidigen, es gibt Pfründe zu verteidigen. Die Naturwissenschaftler mit ihren Untersuchungen, mit ihren ganzen Forschungsprojekten, die wollen ja ihre Position auch halten. Die sind ja nicht bereit, das jetzt aufzugeben, weil plötzlich von nicht wissenschaftlicher Seite irgendwelche hochinteressanten oder aufregende Bemerkungen gemacht werden. Also das muss man irgendwie cum grano salis alles auch sehen in seiner Realistik. Die Naturwissenschaftler, das ist, geht ja eigentlich dazu wie in der Industrie. Es geht nicht um Produktionsgelder, sondern um Forschungsgelder. Ja, klar. Und die kämpfen natürlich auch alle um ihre Existenz, die Leute. Ja. In Ihrem Essay katalogisieren Sie in einer sehr bemerkenswerten Weise überalltägliche oder umfassendere Bewusstseinsformen, die, wie Sie schreiben, jedem Menschen zugänglich sind. Welche Erfahrungen gehören dazu? Also zu den Erfahrungen, die jeder Mensch macht, der auf dieser Erde geboren wird, die das sogenannte normale Bewachbewusstsein übersteigen, gehört ja als allererstes die Erfahrung des Traums. Also alle Menschen erleben, dass sie in der Zeit, wo der Körper sich regeneriert und zur Ruhe gelegt wird, dass da Erfahrungen möglich sind. Und zwar Erfahrungen, die sich von denen, die wir im Alltag machen, doch teilweise recht erheblich unterscheiden. Also das Gebiet der Träume ist ja nicht ohne Grund sozusagen auch ein Forschungsgebiet geworden. Was für Erkenntnisse lassen sich gewinnen aus dem, was allein in Träumen vorkommt? Das ist jedem Menschen präsent. Das heißt, die Vielfältigkeit von Bewusstseinsformen, die vielfältigen Erscheinungen von Bewusstseinsformen, die jeder erleben kann, fangen mit dem Traum an. Dann gehen wir mal weiter im normalen Menschenleben. Eine weitere außerordentlich wesentliche Erfahrung, die hoffentlich jeder Mensch macht, die Erfahrung der Erotik und der Sexualität. Jeder, der sich auf dieses wunderschöne Gebiet begibt, erlebt, dass auch dort Bewusstseinssteigerungen möglich sind, die sein Alltagsbewusstsein weit überstrahlen. Das wird
Das Interessante ist ja, dass also zum Beispiel erotische oder sexuelle Erfahrungen eigentlich nie als spirituelle Erfahrungen gesehen werden. Für mein Empfinden sind sie das. Also sagen wir mal, wenn man über das rein Animalische irgendwie hinauskommt, also das heißt Liebe, die einen Raum hat, Sexualität, die einen Erfahrungsraum darstellt, also die nicht nur schnell abgehandelt wird, sozusagen wie das in der Schöpfung ja auch vorkommt. Ich halte das für möglicherweise für viele, viele Menschen, die auf der Erde leben, fast die einzige spirituelle Erfahrung, die sie machen können in der Sexualität. Vermutlich ist deswegen diese Erfahrung ja auch so begehrenswert. Also sind ja eigentlich fast alle da in irgendeiner Form hinterher. Was gibt es noch für Erfahrungen, die den normalen Erfahrungshorizont, mit dem wir unseren Alltag bestreiten, überschreiten? Vor kurzem ist mir eine Erzählung untergekommen von einem Mann, der von seinen Kriegserlebnissen berichtete. Ein älterer Mann, der als junger Mann in den Krieg verwickelt war und dann sagte, das sei eine der glücklichsten Zeiten seines Lebens gewesen. Krieg, Lebensgefahr, hohe Spannung sozusagen des ganzen Wahrnehmungsapparates und des ganzen Nervensystems für alle Beteiligten. Ich habe mit relativ vielen Kriegsteilnehmern gesprochen und sie auch nach ihren Erfahrungen befragt. Und nach einiger Zeit, das ist gar nicht so einfach, sozusagen diesen Sachen wirklich nahe zu kommen, berichteten mir dann eine ganze Reihe von Menschen, dass sie tatsächlich geistige, spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Das ist Erfahrung von extremer Wachheit, extremer Schnelligkeit und Geschwindigkeit sozusagen auch im Handeln, auch was Entscheidungsfindung angeht. Man kennt das ja auch von anderen Situationen, wo Lebensgefahr besteht, zum Beispiel bei Bergsteigern. Es gibt, glaube ich, ein ganzes Kompendium von Bergsteigerberichten, die in Notsituationen geraten sind und plötzlich erlebten, dass eine andere Art von Bewusstheit einsetzt, die sie aus einer vollkommen unrettbaren, unlösbaren Situation tatsächlich befreit. Kriegserlebnisse gehören ohne Zweifel zu dem Bereich, wo Menschen Erfahrungen machen, die weit über das Alltagsbewusstsein hinausgehen. Und zwar nicht nur in Form von Angst. Also diese Erzählung, die ich neulich vernommen habe, war so, dass der Betroffene sagte, was ihn so außerordentlich berührt hat an seinen Kriegserfahrungen, war das Leben im Jetzt, im Augenblick. Es gab keine Zukunft. Es gab nur den Augenblick und das dafür sorgen, dass man den nächsten Augenblick erreicht. Und er sagt, das war ein glücklicher Daseinszustand, also als junger Mann. Ich war relativ überrascht, das zu hören, weil ich bin kein Kriegsteilnehmer, ich habe das Gott sei Dank nie erlebt, aber ich kann es mir mühelos vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Revolver rausziehe und neben Ihnen an die Wand schieße, sind Sie sofort in einem Zustand von hell, so hellwach, dass man das fast mit einer LSD-Erfahrung vergleichen könnte. Also das heißt, unser Körper, sehr geheimnisvoll, verfügt über Energien, über Möglichkeiten der Bewusstseinserweiterung, die latent immer vorhanden sind. Man merkt es ja auch, wenn man im alltäglichen Leben in irgendeine bedrängte Situation kommt. Ganz oft erlebt man sich selber dann plötzlich als hellwach, sehr schnell entscheidend und sehr schnell handelnd. Das sind alles Erfahrungen sozusagen, die eigentlich im Prinzip jedem Menschen zugänglich sind. Dann gibt es eben den hochinteressanten Bereich der Nahtoderfahrung. Das sind ja sozusagen ungewollte Erfahrungen, die einem Menschen zustoßen. Und die Fülle der Berichte, die in den letzten Jahrzehnten an die Öffentlichkeit gedrungen sind, empfinde ich persönlich als ein sehr aufregendes und sehr wichtiges neues Kapitel. Es sind praktisch neue Erzählungen, die uns in einem Moment treffen, wo wir auf einem ganz bestimmten Gebiet sehr schwach geworden sind als Kultur und als Zivilisation. Wenn man zum Beispiel jemandem die Frage stellt, was ist die Seele des Menschen? Ja, was? Was für Antworten kommen da? Das heißt, wir sind im Laufe der letzten Jahrhunderte unserer kulturellen Entwicklung in eine Verfassung geraten, die ich persönlich so empfinde. Wir sind sehr, sehr kundig im Manipulieren und Behandeln äußerer Dinge, also der physischen Welt. Das ist schon relativ weitgehend, was da passiert. Also wie wir jetzt auch die ganze elektronische Wirklichkeit, die auftaucht. Wir sind gleichzeitig durch die Entstehung der Medien, der Massenmedien, in eine Zone geraten, wo wir unwahrscheinlich viele Bilder vom wirklichen Leben sozusagen aufnehmen und speichern. Gleichzeitig ist wesentliches Wissen über unsere innere Struktur,
und Beschaffenheit, das ist ganz blass geworden. Das ist ganz schwach. Also wie gesagt, wenn man die Frage stellt, was ist die Seele des Menschen oder was ist der Geist des Menschen, dann muss man ganz vorsichtig sein mit den Antworten, weil es gibt kaum welche. Wir sind, was die Wahrnehmung des Unsichtbaren angeht, schwach jetzt in dieser Phase. Kann man zum Beispiel bei sich selber und bei den Menschen, mit denen man im Dialog steht, auch beobachten. Wir können uns sehr, sehr viele Vorstellungen machen in Bezug auf die Schöpfung, auf sozusagen wissenschaftliche Verhältnisse, auf physische Verhältnisse. Was für Vorstellungen haben wir von der unsichtbaren Welt? Und das Verrückte ist doch, wir leben doch alle in der unsichtbaren Welt. Was ich von Ihnen wahrnehme, was Sie von mir wahrnehmen, ist sozusagen meine äußere Hülle. Was in mir vorgeht, was ich empfinde, was ich denke, das spielt sich alles im Unsichtbaren ab. Und unser Wissen über die unsichtbare Welt ist, das ist jedenfalls mein Empfinden, am Beginn des 21. Jahrhunderts, wir wissen nicht wirklich viel. Wir müssen zurückgreifen sozusagen auf Wissen, was es mal gab in unserer eigenen geistigen und kulturellen Tradition. Eine große Schwierigkeit besteht darin, dass die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert fast alle Verbindungen zerrissen und zerstört haben. Also das gilt zweifelsohne für Europa in großem Ausmaß, dass wir den Kontakt zu unserer eigenen Überlieferung verloren haben. Und wenn man zum Beispiel die Frage stellt, wie sind die Strukturen der unsichtbaren Welt, der geistigen Welt, wie sind wir eigentlich in der unsichtbaren Welt situiert, welche Verbindungen bestehen zwischen uns Menschen und der Schöpfung, da muss man schon gehörig, ruhig und gründlich nachdenken, um da auf Antworten zu kommen. Das meine ich mit schwach. Das wird nicht so bleiben, zweifelsohne, weil was ich erlebe, also zu meinen Lebzeiten im letzten halben Jahrhundert, ist eigentlich ein großer Aufbruch von vielen, vielen Menschen aus allen Kulturen und allen Erdteilen. Ein Aufbruch, der getragen wird von wesentlichen Fragen. Von Fragen, wie können wir auf eine Art und Weise miteinander leben, die erstens nicht die Erde zerstört und zweitens die uns selber nicht zerstört. Das sind ja Fragen, die unsere eigene Zivilisation jetzt hervorruft. Und also ich empfinde, dass eine große Suche ausgebrochen ist. Es ist ja auch zum Beispiel kein Zufall, dass seelisch oder geistig Suchende jetzt sich mit den noch lebendigen geistigen Traditionen nicht nur anfreunden, sondern teilweise die auch adaptieren. Also die stärkste Gruppe von Menschen, die seelisch auf der Suche sind, das sind alles Buddhisten. Also der Buddhismus hat unwahrscheinliche Erfolge in Europa, möglicherweise auch deswegen, weil er auf diskrete, elegante Art und Weise die Gottesfrage ausspart. Ich denke manchmal, das ist natürlich gut, wenn man also in einer doch weitgehend christlich geprägten Tradition aufgewachsen ist und die ungeheuren Zerstörungen sieht, die das Christentum angerichtet hat. Nicht nur was die Schöpfung angeht, sondern auch was den Menschen angeht. Dann ist es verständlich, dass sozusagen ein Suchender zunächst sagt, ja, also der Buddhismus, das ist ein guter Weg, den ich gehen kann. Und bestimmte Fragen werden einfach da nicht gestellt. Und ich habe mit dieser Tradition nichts zu tun. Ja, genau. Zu den gesteigerten Bewusstseinsformen zählen Sie unter anderem auch künstlerische Durchbruchserfahrungen. Dieser ganze Bereich der Kunst, der kreativen Arbeit erscheint mir im Zusammenhang mit der Frage, was ist Bewusstsein, wie wird es erlebbar, ganz besonders wichtig auch. Der Bauhauslehrer Laszlo Moholy-Nagy, also jetzt 100 Jahre zurück, hat mal metaphorisch die Künstler bezeichnet als die Sinnesorgane des kollektiven Körpers. Konkreter, es gibt Menschen, die außerordentlich gut sehen können. Außerordentlich gut sehen können. Es gibt Menschen, die außerordentlich gut hören können. Das sind offenbar bestimmte seelische Begabungen und Fähigkeiten. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt mit dem französischen Komponisten Olivier Messiaen, der ein Synästhet war. Das heißt, seine sinnliche Wahrnehmung, der konnte die Töne in Farben sehen. Und diese außergewöhnlichen Begabungen, wenn ein Mensch die hat oder sozusagen damit irgendwie karmisch beglückt worden ist, führen die, bestimmen ja dann oft ganze Existenzen. Das heißt, diejenigen, die die seelische Begabung haben, die sich auf das Sehen betrifft, werden dann in irgendeiner Art und Weise sich auf diesem Gebiet betätigen. Und Gestaltwahrnehmung, also dass man zum Beispiel in einem Nu ein ganzes Oeuvre sieht, sind ja auch aus unserer Kulturtradition bekannt. Also ich zitiere, glaube ich, in meinem Essay Mozart,
dem das irgendwie immer wieder passiert ist, dass er sozusagen eine ganze Komposition auf einmal wahrgenommen hat. Und dann schnell aufgeschrieben hat. Ja, und dann hat er skizziert sozusagen, wie läuft die Melodie und was ist das. Und Gestaltwahrnehmung gibt es sehr, sehr viele in der Kunst. Die gibt es auch in der Wissenschaft, wie man weiß. Also es gibt ja Forscher, die berichten, dass sie an einem bestimmten Punkt ihrer Untersuchung plötzlich eine Gestalt wahrgenommen haben, einen Zusammenhang, eine Struktur, einen Kontext, der ihnen vorher gar nicht zugänglich war auf analytischen Wegen. Das sind seelische Begabungen und man braucht ja nur die Kunst zu betrachten. Und zwar die Weltkunst. Was da im Laufe der Jahrtausende irgendwie alles entstanden ist. Und dann sieht man, dass durch den Menschen ganz außerordentliche Kräfte wirken und dass da ganz außerordentliche Fähigkeiten vorhanden sind. Also wenn man eine gotische Kathedrale in Ruhe sich mal betrachtet, dann wird einem ja fast schwindlig angesichts dieser visionären Art, sozusagen Raum und Struktur wahrzunehmen. Das ist ja eigentlich völlig unübersehbar. Die gotischen Kathedralen stehen heute wie Elefanten in einer Zwergenwelt, wenn man sich das so anguckt. Und ich bin zum Beispiel zu meinen Arbeiten gekommen. Ich habe in den 60er Jahren schon angefangen, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht hatte, mir wurde da sozusagen mein beruflicher Weg klar. Für mich ergab sich eigentlich fast selbstverständlich, dass ich mich darauf konzentrieren würde, etwas von den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, in Formen zu gießen und weiterzugeben. Ich habe das damals Vitamine für die Seele genannt, weil ich die spirituelle Ödnis der Epoche so stark erlebt habe. Weil Sie erinnern sich, es ist jetzt alles 60, 70 Jahre her, das Wirtschaftswunder, die vollkommene Konzentration auf den Wiederaufbau, also gerade in Deutschland. Ich habe ja fast mein ganzes Leben in Mitteleuropa verbracht. Sie erwähnen auch Erleuchtungserfahrungen, wobei Sie dem Nimbus, der um diesen Begriff Erleuchtung entstanden ist, etwas kritisch gegenüberstehen. Sie zitieren einen taoistischen Dichter mit den Worten: Seit ich erleuchtet bin, geht es mir so mies wie eh und je. Weshalb ist es Ihnen wichtig, diesen Nimbus durchsichtiger zu machen? Das hat ganz konkrete, man könnte fast sagen, alltägliche Gründe. Schon als Jugendlicher habe ich Erfahrungen gemacht, die ich als Steigerungserfahrungen erlebt habe. Und ich bin nicht der Einzige, der das erlebt hat. Bloß natürlich ist die Art und Weise, wie man damit umgeht, wie man reflektiert, was man selber erfährt, sehr, sehr unterschiedlich, individuell. Mir ist damals aufgefallen, dass Erfahrungen von Steigerung, von Erhebung eigentlich zu meinem alltäglichen Leben gehörten. Das hatte sehr oft in der Konzentration auf Kunst zu tun, also beim Hören von Musik oder beim Betrachten von Bildern oder bei ganz körperlichen Erfahrungen, die ich draußen gemacht habe. Das heißt, irgendwie Erfahrungen von Erhebung. Ich habe das damals überhaupt nicht wirklich ernsthaft untersucht. Ich habe nur gemerkt, irgendwie, das gehört zu meinem Leben. Und natürlich entstand daraus auch sozusagen eine Frage, sozusagen, was sind das eigentlich für Erfahrungen, wie kann man die machen? Das kulminierte dann alles im Umgang mit den psychoaktiven Substanzen. Dann, je weiter ich eingedrungen bin in die vorhandene Literatur, das heißt in das Erfahrungswissen der Menschheit, umso mehr merkte ich, es gibt eine Art von goldenem Apfel. Der goldene Apfel heißt Erleuchtung. Und ich nenne es mal so, in der zynischen Epoche, in der wir leben, ist Erleuchtung mittlerweile eigentlich fast ein Witz oder Scherzwort geworden. Das wird irgendwie in Zusammenhängen verwendet, wo es überhaupt nichts zu suchen hat. Es wird spöttisch, pejorativ irgendwie oft verwendet. Und ich finde, das sollte so schnell wie möglich aufhören. Und man sollte einen nüchternen Blick versuchen zu gewinnen auf das, was uns Menschen erlebbar ist, was uns möglich ist zu erleben und was offensichtlich zum Menschen gehört. Die Erfahrung des Durchströmtwerdens von Bewusstseinskräften, das ist sehr schwer, das in Worte zu fassen. Man muss da irgendwie vorsichtig, ich versuche es in meiner Art zu machen, ist eigentlich eine Erfahrung, die gar nicht so außergewöhnlich ist. Sie entgeht den meisten Menschen. Es gibt doch immer wieder Situationen, wo man ohne äußeren Anlass plötzlich in eine Gemütsverfassung gerät, die deutlich empfindbar über dem liegt, was man normalerweise im Alltag hat. Oft gibt es gar keinen äußeren Anlass. Es kommt einfach, wie von selber. Es kommt aus dem eigenen Inneren. Und wenn man das aufmerksam verfolgt,
und sozusagen die Spur nicht aus den Augen verliert. Wenn man dann noch in irgendeiner Art und Weise, die einem selber entspricht, anfängt, die Kunst der Versenkung zu erlernen, das heißt das Stillsein, das Meditieren, dann sind Erfahrungen dieser Art etwas, was einem einfach begegnet auf dem Wege. Und was Erleuchtung angeht, kommt mir das mittlerweile so vor, es gibt viele Formen der Erleuchtung. Es gibt kleine Erleuchtungen, es gibt große Erleuchtungen. Auf jeden Fall immer sind es Erfahrungen, die den Menschen tief berühren. Und je intensiver diese Erfahrungen sind, umso mehr führen sie den Menschen dazu, sein Leben neu und anders zu sehen und auch zu verwandeln und zu verändern. Und ich versuche auch, wenn ich von Zeit zu Zeit Essays schreibe oder wenn ich Vorträge halte, auf die Zugänglichkeit dieser Erfahrung hinzuweisen. Erleuchtung ist etwas zum Menschen Gehöriges. Ich habe mal in einem Vortrag gesagt, Erleuchtung ist Menschenrecht. Und das heißt, ich versuche sozusagen in meinem Denken und auch im Dialogisieren darüber, diese Erfahrung aus der Ferne in die Nähe zu holen, also in unsere Erfahrungsnähe. Sie schreiben, der Attraktor, der Magnet, der diese sogenannten überalltäglichen Erfahrungen erst möglich macht, scheint im Phänomen des Bewusstseins selbst zu liegen. Zu welchem Gesamtbild sind Sie denn gelangt? Was ist das Bewusstsein? Wie wirkt es? Was ich, wenn ich von meinen eigenen Erfahrungen ausgehe, das ist ja immer das Sicherste und Beste, ich erlebe mich in einer Welt, die aus einer Fülle unterschiedlichster Bewusstseinsformen lebt. Pflanzen haben ein Bewusstsein, Tiere haben ein Bewusstsein, Bäume haben ein Bewusstsein, Steine haben ein Bewusstsein, unterschiedlichste Formen. Ich selber habe ein Bewusstsein. Unendliche Differenzierungen von Bewusstheit, sodass man versucht ist zu sagen, der Quell, aus dem alles diese strömt, ist offenbar ein Quell, der in sich die kostbare Substanz der Bewusstheit an sich enthält. Also es gibt nichts Totes in der Welt, in der wir leben. Also selbst ein Körper, also jetzt ihr, Sie kriegen jetzt gerade den Herzinfarkt, was anschließend mit Ihrem Körper passiert, ist sozusagen die Verstreuung, die Aufteilung Ihres Bestandes in die physische Welt auf zahllosen Wegen der Verwandlung. Und auch das geschieht alles mit Bewusstsein. Bewusstsein, was unterhalb unseres menschlichen Bewusstseins liegen kann, aber zweifelsohne Bewusstsein. Das heißt, die aus Asien stammende Theorie oder Behauptung, alles ist Bewusstsein, zurückzuführen darauf, der Ursprung des Bewusstseins ist das Göttliche. Das Göttliche, so wie wir es erkennen oder empfinden, ist Bewusstsein an sich. Sie kennen ja diese berühmte Dreiheit, Sat, Chit, Ananda, also Sein, Bewusstsein, Seligkeit, die aus der hinduistischen Anschauung irgendwie kommt. Für mich ist das eigentlich fast sehr naheliegend. Immer wieder versuche ich mich auch daran zu erinnern, die Wirklichkeit der Schöpfung, meine eigene Wirklichkeit nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern das Mysterium zu empfinden, in dem wir leben. Wir haben uns nicht erfunden, Sie haben sich nicht erfunden, ich habe mich nicht erfunden. Es ist eigentlich höchst mysteriös, dass es uns überhaupt gibt. Der große Philosoph Wittgenstein hatte ja einen markanten Satz dazu gesagt, nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. Wenn man die Empfindung des Geheimnisvollen, also das heißt des Mysteriums, in dem wir leben, nicht verliert, wenn man sich das kaum zu beschreibende Leben der Schöpfung anguckt, die Fülle von Bewusstseinsformen, die hier miteinander leben, die sich zuarbeiten, die aufeinander angewiesen sind, die sich brauchen, habe ich selber die Empfindung, eigentlich mich in einem Meer von Bewusstheit zu empfinden, und zwar ununterbrochen, wo immer ich bin. Also das vielleicht als vorsichtige Antwort auf diese Frage. Und offenbar sind wir Menschen, wenn man die Schöpfung betrachtet und unsere Mitgeschöpfe betrachtet, in einer sehr, sehr besonderen Situation im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern der Schöpfung. Für mich sieht das so aus, Menschen wirken auf mich, wenn ich sie im Kontext sozusagen der Schöpfung angucke, belasteter als die anderen Lebewesen. Wodurch belastet? Durch das Bewusstsein und durch die Tiefe des Bewusstseins und die inhärenten Räume, die das Bewusstsein hat, durch alles, was in uns vorgeht. Wir kommen auf die, wenn man jetzt vom Daseinsglück angeht,
sehe ich sozusagen die anderen Geschöpfe in den Gesetzen des Lebens in einer Art von Harmonie sich bewegen, die für uns irgendwie unerreichbar ist. Also wir, so evolutionär heraufgezüchtete Affen vom Körperlichen her, mit einer geheimnisvollen, mysteriösen Innenwelt, sozusagen plötzlich in dieser Geschichte, sind wesentlich belasteter. Wir sind moralischen Forderungen ausgesetzt, die es in dieser Form in der Schöpfung überhaupt nicht gibt. Das betrifft nur den Menschen. Wieso konfrontieren wir uns mit moralischen Problemen? Wieso sind wir in der Lage, gotische Kathedralen zu bauen? Die Termitenhügel sind ja auch ganz schön, aber sie können dem gotischen Dom einfach nicht das Wasser reichen. Man muss sich auch mal klar machen, in welch ungeheurem Abstand Handlungen des Menschen auf dieser Erde zu anderen Ereignissen der Schöpfung sich verlaufen. Wir sind, um das vorsichtig auszudrücken, geradezu auffallend. Also auch die Erfolgsgeschichte der Menschheit, unsere ungeheure Anpassungsfähigkeit. Und der Quell, also jeder, der meditiert, der sich dieser Disziplin, für mich eine heroische Disziplin, der Arbeit an sich selber unterzieht, der es also lernt, still zu sein, kommt irgendwann an einen Punkt, wo seine eigenen Erfahrungen ihm mitteilen, die Quelle sozusagen seines eigenen Bewusstseins liegt in der Tiefe dieses unendlichen Raumes, der wir selber innerlich sind. Von Jakob Böhme stammt das schöne Wort, der Mensch ist inwendig unendlich. Diese Erfahrung macht jeder, der sich seiner eigenen Innenwelt zuwendet. Und der von Meister Eckhart so wunderbar metaphorisch beschriebene Funke, also das heißt der Strahl oder der des Göttlichen, der ja sich in unserem Leben manifestiert als Gewissen. Ja, wir haben ja eine seltsame Instanz in uns. Also ich erlebe, solange ich denken und wahrnehmen kann, mich selber beobachten kann, es gibt eine Instanz in meinem Leben, die untrüglich in jedem Augenblick mir nicht nur sagt, was los ist, sondern ob das, was ich gerade tue oder mache, richtig ist oder in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Eine moralische Instanz, die habe ich nicht erfunden. Die ist mir auch nicht ansozialisiert worden, also in der Art und Weise, wie man das psychologisch normalerweise deuten könnte. Das heißt, wir sind sehr, sehr geheimnisvolle Wesen in dieser Schöpfung. Im Moment eigentlich könnte man sich fast wünschen, dass wir nicht hier wären auf der Erde, weil die Zerstörungskraft, die von unserer Zivilisation ausgeht, so ungeheuer und so enorm ist. Also während wir hier miteinander reden, ist schon wieder 10 Fußballfelder groß der Planet asphaltiert worden. Also die Zerstörung schreitet ja Tag für Tag voran. Und das ist natürlich auch, wenn man sich die geschichtlichen Abläufe überlegt, auch eine Frucht des materialistischen Zeitalters. Wenn man sich klar macht, dass im 19. Jahrhundert der Materialismus wie eine Art von Revolution aufgetreten ist, weltanschaulich. Alles ist Materie, es gibt nichts außer Materie. Materie können wir berechnen, können wir messen, können wir wägen, damit können wir was machen. Wir sind ja aus dieser Epoche noch gar nicht raus. Also wir leben in einem Übergangszeitalter, wo der Materialismus auf der einen Seite ungeheure, zum großen Teil fragwürdige Erfolge erzielten, auf der anderen Seite Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen anfangen zu suchen nach ihrer eigenen Seele, nach ihrer eigenen inneren Wirklichkeit. Das passiert ja alles gleichzeitig. Aber wir sind noch tief im Materialismus. Und auch die mathematische Naturwissenschaft ist eine zutiefst materialistische Operationsweise. Das ist einfach der Fall. Ja. Was ist also das Besondere des Menschen? Könnte man von einem höheren Bewusstseinsgrad sprechen, von einer Dimension des Geistigen? Man muss da sehr vorsichtig sein. Es gibt Menschen, die mit uns leben gleichzeitig, obwohl eher die noch nicht mal den Bewusstseinsgrad von Affen haben. Muss man einfach sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist alles ganz prima, was mit den Menschen passiert, sondern das ist unendlich differenziert. Für mich stellt sich der Mensch, also was ich an mir selber erlebe, was ich in einer erlebe, eigentlich als eine Art von Dreiheit dar. Das ist zum einen das Körperliche, das wir alle kennen, das auch in der Welt der Schöpfung zu beobachten ist, in anderen Lebewesen, die Verhaltensweisen ähneln sich. Man weiß ja zum Beispiel, dass rein genetisch gesehen wir von den Schimpansen 1% Differenz sind, was die ganze Genetik angeht. Was in unserer inneren Welt passiert, geht weit darüber hinaus. Für mich ist das so, es gibt die Dreiheit besteht, wir leben in einem Körper. Dieser Körper macht es uns möglich, überhaupt hier zu leben. Dann, wenn man den Menschen weiter betrachtet, offenbar hat jeder von uns in sich etwas, das nenne ich manchmal die seelische Horde.
Das heißt, ein Meer, eine Flut von Kräften, von Impulsen, von Fähigkeiten, von Eigenschaften, die unser Leben bestimmen. Also nach dem, was wir können, was wir empfinden. Die Seele sozusagen, wenn man heute über die Seele spricht. Ja, irgendwann habe ich mal gedacht, ja, die Menschen stellen sich vor, die Seele ist so eine Art von rosa Ballon. Der macht das alles mit im Leben und wenn der Mensch dann stirbt, dann fliegt dieser Ballon irgendwie in eine Art von anderer Welt, die wird dann Himmel genannt. Ich habe mittlerweile einen Eindruck, der irgendwie vollkommen anders ist. Deswegen habe ich auch die Metapher der Horde irgendwie gefunden. Wenn man sich selber betrachtet, sieht man die Triebkräfte, also die uns bewegen im Alltag, sind erstens sind es sehr, sehr viele. Zweitens ist es eigentlich eine Art von Chaos, die man innerlich erlebt. Also wenn ich mein inneres Leben angucke, das ist überhaupt nicht wirklich harmonisch, sondern da gibt es sehr schöne Sachen, sozusagen Sachen, denen ich mich bedingungslos hingeben kann. Es gibt andere Sachen, die ich als völlig fragwürdig empfinde. Alles das liegt miteinander im Widerstreit. Es braucht sozusagen einen Herrn im Hause, sonst geschieht das alles ganz regellos. Ich habe zum Beispiel in einer Freundschaft mal erlebt, eine jahrelange Freundschaft ging zu Ende, weil plötzlich aus der seelischen Horde eines Menschen eine Schlägertruppe ausbrach, die richtig böse war, die richtig gemein war, die richtig kränkend war und die zum Ende einer Freundschaft führte. Ich habe dann, weil das ein sehr geschätzter Mensch war, habe ich lange darüber nachgedacht und dann dachte ich, ja, da irgendwie war in dem Moment offenbar kein Herr im Hause. Wenn man sich die geistige Überlieferung anschaut, die uns mittlerweile zugänglich ist, diese Frage nach dem Herrn im Hause ist eine ganz wesentliche Frage, was den Menschen betrifft. Und das hat zu tun mit dem, was ich als den Geist des Menschen empfinde. Es gibt in meiner Wahrnehmung eine zentrale Instanz und diese Instanz wird interessanterweise gerade in der Jetztzeit durch die wissenschaftliche Forschung sehr unter Beschuss genommen. Und diese Instanz ist das Ich. Wenn man sich aufmerksam betrachtet, gibt es zunächst sehr viele Iche. Also alles, also wenn ich irgendwie so aufgelegt bin oder anders aufgelegt, alles behauptet irgendwie ich zu sein. Aber es gibt eine Instanz, die ich sozusagen als eine Tiefeninstanz empfinde. Ist eine Art von, ich nenne es einfach mal das innerste Ich. Es gibt eine Anwesenheit in meinem Leben und ich glaube auch im Leben anderer Menschen, die, wie soll ich das formulieren, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also in meinem Leben, in der Beurteilung sozusagen nicht nur meiner eigenen Handlungen und Lebensweisen, sondern auch in meinem ganzen Zugang zur Welt. Und dass in der geistigen Tradition der Menschheit zum Beispiel das Ich bin, der ich bin, vorkommt, das hat mich schon vor Jahrzehnten irgendwie sehr, sehr aufmerksam gemacht. Weiterhin die Tatsache, dass eigentlich jeder Mensch sozusagen eine Art von Instanz benennt oder versucht zu benennen, anzubringen, wenn er sagt, ich. Bei Jakob Böhme, wenn man Jakob Böhme aufmerksam betrachtet, ein Mann, den ich wirklich sehr verehre, der sagt, ich glaube, es ist nicht in einem seiner ersten Schriften, es ist im Werk zu finden, Gott hat seinen heiligen Namen in jeden von uns eingeschrieben. Und das sind die Buchstaben I, C, H. Also Jesus, Christus, Hominum, Salvator, geht das ja weiter, kennt man ja. Böhme, ein genialer Blick. Und diese Dreiheit, das heißt die körperliche Existenz, das Meer der Seele, was in jedem von uns wirkt, ein durchaus disharmonisches, aber fruchtbares und produktives Meer und diese stille Instanz im Innersten. Das ist jetzt ein ganz einfacher Versuch, sozusagen eine Art von Beschreibung unserer außergewöhnlichen Situation darzustellen, also oder zu finden. Dieser Zusammenklang ist es dann auch, der den Menschen dazu befähigt, sich sozusagen über die Natur zu erheben und ja, Kultur zu schaffen. Wie Gottfried Benn das so schön formuliert hat, in drei Worten: Stein, Vers, Flötenlied. Also Skulptur, Steine behauen, Gedichte schreiben, Texte schreiben, Musik machen. Also ganz außergewöhnlich, weil der Gesang der Vögel herrlich und nicht nachahmenswert. Aber wenn man zum Beispiel eine gute Sopranistin eine der ganz großen Arien singen hört, das ist irgendwie mindestens so himmlisch wie die Vögel, wenn nicht manchmal drüber hinaus. Ja. Und diese wunderbare Begabung, die dem Menschen zugekommen ist, die
sich eben auch in ganz schrecklicher Weise auswirken kann. Wenn man, ich habe die gotischen Kathedralen erwähnt, aber man muss auch die Konzentrationslager mit erwähnen. Wir sind also in der Lage als Menschen, Dinge zu erfinden, Dinge in die Welt zu bringen, die auch sozusagen gegen alle Naturgesetze oder alle Gesetze der Empfindung laufen. Also kein Tier hat die Möglichkeit, den Gesetzen der Natur zu entkommen. Der Mensch hat es. Das heißt, wir können diese Gesetze durchbrechen. Oft mit fürchterlichen Folgen. Aber diese Macht haben wir. Also von Paracelsus gibt es den schönen Satz, nur die Höhe des Menschen ist der Mensch. Und wenn ich jetzt den Begriff der Doppelnatur wieder anführe, den ich am Anfang irgendwie erwähnte, es ist der innere Mensch, um den es geht, in jedem Menschenleben. Was geschieht dem inneren Menschen? Die moralischen Forderungen der Religionen oder der Sittenlehren, an wen richten die sich? Die können sich doch gar nicht an das Tier richten, was wir auch sind, an das Irdentier. Das Tier versteht das nicht. Das Tier ist keiner Moral unterworfen. Ich bin von meiner natürlichen Beschaffenheit her ein vollkommen amoralisches Wesen. Aber ich bin ein Mensch. Es gibt eine innere Wirklichkeit. Und in dieser inneren Wirklichkeit gibt es Klarheiten. Und da gibt es sozusagen unhintergehbare Positionen, die ich die ganze Zeit erlebe. Und ich glaube, dass wir uns in dieser Zeit und im Laufe der kommenden Zeiten ganz, ganz langsam in ein Gebiet hineinbewegen. Ich habe das mal genannt, die große spirituelle Suche. Wir sind ja in einem Zustand der Ernüchterung angekommen, was die Geschichte der Weltreligionen angeht. Das ist ja irgendwie auch beispiellos. In dem Zusammenhang finde ich das zum Beispiel hochinteressant, die ganze heiße und teilweise hysterische Diskussion, die sich jetzt im Zusammenhang mit den Migrationen in Deutschland ereignet. Deutschland, ohne Zweifel ein wesentliches Land der Aufklärung, dann zerstört oder sagen wir mal, oder stark beeinflusst durch die beiden Weltkriege, traumatisiert in allem Möglichen. Wir sind aufgeklärt. Religion ist Privatsache. Jetzt wird plötzlich dieses Land besucht von vielen, vielen Menschen, bei denen eines sofort, ach, wir sind tiefgläubig. Tiefgläubige Menschen. Ich habe mal zusammengesessen mit einer Gruppe von Muslimen und Freunden. Alle kannten sich einigermaßen, ein sehr angeregtes Gespräch. Und irgendwann sagte einer der muslimischen Freunde, irgendwie tut ihr mir leid. Ihr habt keinen Himmel über eurem Leben. Ihr seid ganz allein. Ich fand das eine treffliche Bemerkung. Also die unsere gegenwärtige, auch tiefe Unsicherheit sehr, sehr gut beschreibt. Wir leben, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen, die in den alten traditionellen Formen religiös gläubig sind. Es gibt Christen, die immer in die Kirche gehen und die mit dem Angebot, was dort gemacht wird, wirklich etwas anfangen können. Es gibt ihnen einen Halt, es gibt ihnen einen Sinn. Das ist in keiner Art und Weise zu kritisieren, anzugreifen oder in irgendeiner Art und Weise. Das ist für viele Menschen möglicherweise der einzige Halt, den sie haben im Leben. Aber für mich interessant ist, dass nach dieser Epoche der Aufklärung in der Gegenwart eben plötzlich eine sehr intelligente und interessante Differenzierung auftaucht zwischen Religiosität und Spiritualität. Das ist ja vielfach auch Thema in vielen Symposien, Vorträgen, Lectures, Büchern sozusagen wird über dieses Thema gesprochen, weil wenn man sich die Geschichte der institutionalisierten Religion im Abendland irgendwie anguckt, es ist nicht wirklich lustig. Es ist eigentlich eine tragische Geschichte, was da passiert ist. Und was von dieser Art von Religiosität auch ausgegangen ist, ein ganz furchtbares Gift, sozusagen das Misstrauen dem Körperlichen gegenüber, was sich auch äußert im Misstrauen der Schöpfung gegenüber oder in einem, man könnte fast sagen, verbrecherischen Zugriff auf die Schöpfung, als wäre die Schöpfung nicht lebendig. Das hat auch zu tun mit der ganzen abendländischen Struktur. Sokrates, der sagt, die Natur ist der Betrachtung nicht wert. Was für ein verhängnisvoller Satz, der aber furchtbare Spuren gezogen hat im Abendland. Wir sind aber, wie ich eben sagte, am Beginn einer großen Suche, die für mein Empfinden uns zu sehr erfreulichen und sehr hilfreichen Dingen führen wird. Wenn man zum Beispiel die großen Geister betrachtet, die ja alle noch lebendig sind, die alle noch wirken. Nehmen wir zum Beispiel mal Jakob Böhme. Das Menschenbild, was bei Jakob Böhme erscheint, ist von herrlicher, kosmischer Schönheit. Man staunt,
wirklich, wenn man das sieht. Also da wird dem Menschen eine Größe zugesprochen, im geistigen, im spirituellen Hinsicht. Das ist wunderbar, das ist überwältigend, das ist geradezu erhebend. Wir sind natürlich sehr, sehr weit weg von diesen Sachen, aber unter den Tausenden oder Millionen von Menschen, die jetzt auf der Suche sind, ich bin ganz sicher, dass von dieser Suche etwas außerordentlich Positives ausgeht, weil meine Erfahrung ist, im Umgang mit suchenden Menschen, in einer gewissen Weise versuchen die sich anständig zu verhalten. Und das ist schon viel. Das heißt, im Alltag nicht zu lügen, nicht zu betrügen, keine Gewalt anzuwenden, das ist doch schon Fortschritt. Ich sehe außerdem, also ich bin ein alter Mann, aber eigentlich fast mein ganzes Leben lang habe ich empfunden, dass die Menschheit, also jetzt wir Milliarden, dass wir eigentlich ein Leib sind und dass wir, ob wir wissen oder nicht, uns die ganze Zeit beeinflussen und zwar im Unsichtbaren. Gedanken sind Taten, Gedanken sind Handlungen, Empfindungen, die man hat für andere Menschen, das sind alles Wirkungen. Das heißt, Sie, wie Sie sind oder so, wie ich bin, wir beeinflussen den Körper der Menschheit ununterbrochen, jeden Tag. Jetzt kann man daraus etwas Stressiges ableiten, nämlich was für eine ungeheure Verantwortung. Aber man kann es auch sagen, das gehört zum Menschen. Das ist etwas sozusagen, was zum menschlichen Bestand gehört und dieses Aufeinander-Einwirken empfinde ich als etwas ganz Wunderbares. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass es Menschen gibt, die wirklich beten können. Das heißt, die im Unsichtbaren, in ihrer seelischen Tiefe Kräfte bewegen können. Ich bin auch überzeugt davon, dass es Menschen gibt, von denen wir nichts wissen, die uns die ganze Zeit außerordentlich helfen. Weil wenn man einen aufmerksamen, geduldigen Blick wirft auf das, was die Überlieferung uns möglich macht, wir sind in keiner Art und Weise im Kosmos allein. Also das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn man die Berichte von Nahtoderfahrungen analysiert und dann auf die Schnittmengen kommt, was sind das für merkwürdige Begegnungen, die da stattfinden? Dass einem plötzlich etwas gegenübertritt, das zunächst wahrgenommen wird als Licht, dann stellt sich heraus, dieses Licht ist eine Person, die mit einem spricht. Meistens wird das ja beschrieben als eine Begegnung, die höchst angenehm ist, weil überhaupt kein Druck, kein Richten, kein Kritisieren da ist, sondern nur sozusagen die aufmerksame Frage, how are you? Und was hast du mitzubringen jetzt in deiner Situation? Also das, was ich vorhin sagte in Bezug auf die ungeheure Lebendigkeit der Bewusstseinsformen auf dieser Erde, das setzt sich für mich im Unsichtbaren fort. Ich bin ja nun wirklich nicht der Erste, der diese Gedanken denkt. Wenn man Giordano Bruno betrachtet, eine unendliche Fülle von bewussten, belebten Welten im All. Das ist eigentlich eine Vision, die für mich mit der Wirklichkeit etwas zu tun hat. Und ich als Nichtwissenschaftler kann das natürlich fröhlich sagen. Wenn ich Wissenschaftler wäre, dürfte ich das alles nicht veröffentlichen. Schon gar nicht damals. Eben. Wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Sie haben wiederholt Jakob Böhme erwähnt. Eine Ihrer wichtigsten künstlerischen Arbeiten der letzten Jahre, Morgenröte im Aufgang, betrifft den Mystiker und Visionär Jakob Böhme, die, wie Sie schreiben, unbekannteste, geheimnisvollste und zugleich einflussreichste Gestalt der deutschen Geistesgeschichte. Was hat denn Ihr Interesse an diesem Philosophen geweckt? Das Initiationserlebnis war sehr einfach und sehr interessant. Ich habe zum ersten Mal Jakob Böhme gelesen, also bin auf Texte von ihm gestoßen in meiner Zeit in England. Ich bin nach der Mitte der 60er Jahre emigriert aus Deutschland, aus Gründen, die mir gar nicht so bewusst waren. Anlass war eine Liebesgeschichte mit einer Londonerin, aber ich hatte das Gefühl, es ist ganz gut, Deutschland zu verlassen. Dann geriet ich in die psychedelische Erfahrungszone. Das heißt, ich machte meine ersten Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen. Dann entstanden diese ganzen Fragen, die mich zum Studium sozusagen der geistigen, spirituellen Überlieferung geführt haben. Und in einem englischen Antiquariat stieß ich auf ein deutsches Buch von Jakob Böhme, eine Werkauswahl, eine ganz kleine Sache. Und blätterte drin rum, Böhme, der Name war mir irgendwie schon mal irgendwie untergekommen, und stieß auf einen Satz, der von Böhme geschrieben wurde im Zusammenhang mit seiner Darstellung des geistigen Falles des Menschen. Also bei Jakob Böhme gewinnt man ein Menschenbild, der Mensch beheimatet in der geistigen Welt, also für uns jetzt zunächst mal in der unsichtbaren Welt, in einer anderen Dimension des Alls oder des Seins, stürzt, fällt aus dieser Dimension heraus in die äußere Welt, wie er das nennt.
und inkarniert sich in einem Tier. Das ist unsere Situation. Auf diese Erzählung stieß ich und da war es ein Satz. Er beschreibt die Folgen dieses Falles und dann schreibt er, das und das und das passierte und er verlor die himmlischen Augen. Das traf mich wie ein Blitz, weil dass ein Mensch himmlische Augen haben kann, das wusste ich. Diese Erfahrung hatte ich bereits gemacht. Meine Art des Sehens während dieser Initiation oder Grenzerfahrung war absolut außergewöhnlich. Und dann dachte ich, verlor die himmlischen Augen, Böhme. Und nie wieder ist dieser Moment sozusagen verblasst. Und ich habe dann angefangen, ihn zu lesen. Fand ihn schwierig zu lesen. Das ist ja auch mittlerweile, alle, die sich Böhme nähern, merken das irgendwie. Es gibt einen wunderbaren Text von Hermann Hesse zu dem Thema, der sagt irgendwie, es gilt als schwierig, Böhme zu lesen. Eigentlich ist Böhme überhaupt nicht zu lesen, wenn man nicht in der entsprechenden seelischen Verfassung ist. Also dem intellektuellen Wissenstrieb gibt er gar nichts, wenn man sozusagen mit dem Kopf daran geht. Und das langsame, geduldige, kontinuierliche Lesen machte mich bekannt mit einem Mann, in dessen Leben offenbar etwas ganz Außerordentliches geschehen war. Weil ich habe auch versucht, in jüngerer Zeit das in Essays irgendwie festzuhalten. Man weiß ja aus der spirituellen Überlieferung, dass es Menschen gibt, die eine geistige Führung erleben. Und zwar jetzt nicht in der uns heute bekannten Marktform sozusagen, da sitzt ein Guru, der einem irgendwas erzählt, sondern eine Führung, die von innen erfolgt, aus der unsichtbaren Welt. Und Jakob Böhme gehört offenbar zu den Menschen, zu den wenigen Menschen, denen das widerfahren ist. Er schreibt darüber. Die Böhme-Forschung, die es seit 400 Jahren gibt, also kaum hatte der Mann sein Oeuvre veröffentlicht, das ist ja alles nach seinem Tode eigentlich veröffentlicht worden, ein einziger Text zu Lebzeiten. Die Böhme-Forschung rätselt seit 400 Jahren darum, wo hat dieser Mann das her? Der hat eine einfache Volksschulbildung, er war ein gläubiger Christ, er war Kirchgänger und plötzlich fängt er an, in einer Art und Weise Kosmologien zu entwickeln und Anthropologien, dass einem fast der Hut vom Kopf fliegt. Und zwar mit so weitgehend und auch so präzise formuliert, dass die Böhme von heute sagt, wo hat er das her? Der hat wahrscheinlich kabbalistische Bücher gelesen oder hat alchemistische Freunde gehabt oder hat aus dem reichen Schrifttum seiner Zeit das alles rausgeholt. Und er, wenn man auf ihn guckt, sagt immer wieder, nein, nein. Ich sagte, ich habe das alles gelesen, ich kenne das alles. Aber das, was ich weiß, bekomme ich. Es ist eine Gabe, die mir gegeben wird in meiner inneren Welt. Und das ist natürlich etwas sehr Außergewöhnliches. Also das heißt, solchen Menschen trifft man nicht. Wenn man sich, Böhme ist eine von den Gestalten, die auch deswegen so kostbar sind. Wir haben viele große Geister auf dieser Erde gehabt. Buddha, Jesus, Lao Tse, was weiß ich. Und bis auf Lao Tse und Böhme, kaum einer hat geschrieben. Böhme ist auch deswegen so außergewöhnlich, weil ein Mann mit extrem weitreichendem Erfahrungshorizont, was die innere geistige Welt angeht, und er hat es aufgeschrieben. Das war ja bei ihm das Initiationserlebnis, dass er offenbar eine wirklich grenzüberschreitende Erfahrung machte, ein tiefes geistig-seelisches Erlebnis und gleichzeitig ergriffen wurde von dem Willen, wie heißt es in seinen eigenen Worten, in diesem Lichte fasste ich den Willen, das Wesen Gottes zu beschreiben, das Wesen Gottes zu beschreiben. Also ungeheuer weitgehend. Und Böhme ist für mich eine der Gestalten, die uns menschheitlich begleiten. Das heißt, man wird sich noch in 1000 Jahren mit ihm beschäftigen, wenn dann hier noch irgendwas steht. Ja. Oder in 2000 Jahren. Also einer von den wirklich ganz Großen, der französische wunderbare Philosoph Saint-Martin, Zeit der französischen Revolution, hat Böhme gleich nach Christus eingestuft, also in der Hierarchie der Geister. Und ich habe ein persönliches Verhältnis zu diesem Mann. Ich kann einfach sagen, ich liebe ihn. Ich verehre ihn. Er ist etwas ganz Großes. Und die gemeinsame Arbeit, die wir machen durften, um diesen Film zu machen, war für uns alle eine vollkommen außergewöhnliche, unvergessliche Situation. Weil die langsame Annäherung an einen Mann von einer solchen geistigen Strahlung, von einer solchen Schönheit und Tiefe, die hat natürlich mit uns allen was gemacht. Unvergesslich. Was sind aktuelle Themen oder Projekte, mit denen Sie sich beschäftigen? Ich führe einfach meine Arbeit der letzten Jahrzehnte weiter. Ich habe ja über das Medium Akustik, also Radio, und auch über das Medium Film immer eine ganz bestimmte Spur verfolgt. Ich versuche im Moment, das für uns meines Erachtens nötige Wissen sozusagen
wieder lebendig zu machen. Ich habe versucht, die Texte von Meister Eckhart und von Johannes Tauler und von Jakob Böhme, von Jalaleddin Rumi, von Lao Tse, von Zhuangzi zur lebendigen Sprache zu bringen. Ich habe das Gefühl, wir sind ungeheuer arm geworden, was Benennungen, Begriffe sozusagen für die unsichtbare Welt angeht. Wir waren ja vorhin bei dem Thema auch der menschlichen Seele. Und dieses zur Sprache bringen, also das heißt, als lebendiges Wort in die Welt bringen, das ist eine Spur, die verfolge ich seit Jahrzehnten und ich habe eigentlich das Gefühl, das wird sich auch so weiterentwickeln. Also es ist ein neuer Film im Entstehen, der auch in diese Richtung geht. Es ist, die Hypothese, die ich dabei aufstelle, ist Anamnesis, die Wiedererinnerung, die bei Platon zum Beispiel eine große Rolle spielt. Das heißt, jeder Mensch verfügt über etwas, ich nenne das das stille Wissen. Es gibt dazu einen wunderbaren Spruch aus der Zen-Welt, ein Dialog. Eine Frage wird gestellt, die lautet, es heißt, dass alle Wesen die Buddha-Natur besitzen. Wie kommt es, dass sie es nicht wissen? Antwort, sie wissen es. Und dieses stille Wissen in jedem Einzelnen versuche ich anzusprechen. In künstlerischer Form. Herr Steckel, alles Gute für Ihre weiteren Vorhaben und vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.